So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schwarz. Heute am 26.02.2011. Und ich habe Neuigkeiten in Bezug auf die weiteren Editionen. Aber lasst uns erst den Dialog von Sharon sprechen. Wie dem auch sei. Mich beschäftigt immer noch, was der Champ gesagt hat. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Es nervt, aber wir sollten uns echt mal darüber umschauen. Okay, was ich sagen wollte, heute kommen, heute wurde ja angekündigt, zwei neue Pokémon-Spiele namens... Trommelwirbel bitte, für die, die es noch nicht wissen. Trommelwirbel... Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ja. Ich glaube mal das Remake ersetzen, also Pokémon Grau eigentlich. Finde ich ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Und die Musik leckt. und ja, also ich werde beide auf jeden Fall Let's Playen. Kann ich schon mal vorab sagen. Und was Neues, das sollte irgendwas in zwei neue Formen von Kyurem sehen, habe ich mir. Kann man sich Bilder auf PokéWiki nachschauen. Und ja, mal schauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall beide mir wieder kaufen. Und beide auch Let's Playen. Oh Mann, das stört mir jetzt total, dass die Musik ein bisschen hängt. Ich muss ein paar Fenster schließen. Scheiße, jetzt habe ich den Dialog nicht gelesen. Ach egal. Oh, Trainer Battle gegen Tyson. Grillmack. Na, setz mir das Grillmack auf den Grill und braten uns einen Heimburger draus. Doppelkick. Also, falls ihr mehr Infos zu Schwarz und Weiß 2 haben wollt, schaut auf PokéWiki nach. Da steht alles drin. Ohne jetzt Werbung für PokéWiki machen zu wollen. zum Glück hat das höchste Level. Ich sollte wechseln auf Zebritz. Das hat nämlich das niedrigste Level momentan von allen. Also mein Ziel ist jetzt alle auf 30er Niveau zu bringen. Und dann später auf 33. Ungefähr so in den... Ich mache mir immer so Ziele, so Zwischenlevel-Ziele, die ich dann haben will. Also vor dem nächsten Orden will ich schon 35er haben. Ne, soweit schon vorausgesagt. Okay, Praktibike hat sein Praktikum beendet als Pokémon. Okay, KP 90, Angriffswert 70, hat mehr Angriff als Spezialangriff. Da müssen wir auf physischen Angriff spielen, weil Zebritz. Okay, muss ich mir merken. Das ist wichtig. So, wo geht's denn hier lang? Ich mag übrigens diese Eisflächen. Habe ich schon seit der Kristall eben auch so, wo sie eingeführt wurden. Aber mich stört es echt extrem, dass es hier jetzt leckt. Was macht ein munteres Kind wie du an einem eisigen kalten Ort wie diesem? Verdammt, ich habe wieder einen Dialog übersprungen. Ach egal. Eigentlich wollte ich jeden Dialog hier vorlesen, aber was soll's. Isaac. Russischer Name. Mit einem Sodamak. Okay, ich glaube, ich wechsle wieder zu Zebritz. Oder soll ich zu Ephoserp wechseln? Ich glaube, ich nehme mal Ephoserp. Zack, Pflanze gegen Wasser. Siedewasser, bitte nicht verbrennen, bitte. Ich mag es nicht, wenn meine Pokémon brennen. Hey, okay. Haben wir irgendwas zum Heilen? Nee, Quatsch, das ist KP, AP. Nein, das ist Hyperball, den wollen wir hier nicht. Statusmittel, Beleber, Maronenbeere, Pirsichbeere. Was halten die Fragierbeere? Verbrennung, perfekt. Okay. Fragierbeere für Ephoserp. Ich sag immer noch Serpifeu. Ephoserp klingt so komisch.
Ach komm, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein schlechter Scherz jetzt, oder? Zweimal hintereinander Verbrennung. Gut, dass ich die Kumo-Milch gekauft habe. So. Erstmal ein Heal für Evoserp. Aua. 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 Okay, okay, dreimal, ist in Ordnung. So, jetzt haben wir mal wieder die Verbrennung. Das senkt nämlich den physischen Angriff. So, nochmal eine, das ist unsere letzte Frage-Bäre. Aua. 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 Na, schon wieder dreimal. Na, wir sind heute nicht gut gelaunt, was? Okay, Pflanzsäulen. Und Kill. Hat ja nur Level 24. Praktibike. Lass mal Evoserp draußen. Ach geil, ich habe mich übrigens erkundigt, wann wir unser, wie heißt es, Sodamak entwickeln. Nämlich, wenn es Knirsche erlernt. Denn Knirsche ist eine gute Unlichtattacke. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sodamak spielt auch eher auf physischen Angriff als auf Spezial. Der Kampf hat mich aufgewärmt, aber mein Herz gefühlt irgendwas mit Niederlage, keine Ahnung. Okay, willkommen in Leck, in the Leck Tiefkühlcontainer. Einwohner, ich. Okay, hier geht's nach oben. Finde ich auch extrem cool gemacht. Aber bis auf, dass es hier so leckt. Obwohl ich hier im bitterkalten Tiefkühlcontainer stehe, bin ich Feuer und Flamme für den nächsten Kampf. Eine, der heißt Miladen. Was? Miladen. Miladen. Ey du, Miladen, komm mal her. Ne, klingt nicht gut. Also gut, Durchbruch. Kampf-Pokémon gegen Kampf-Pokémon fällt mir jetzt gerade auf. Stärke. Meine VM-Attacke. Und tschüss. Mladen ist down. Nun gut, ich will jetzt mal die Position verwechseln. Wechseln. Genau, Start war auf S. Und habe mich immer noch nicht so richtig an die Steuerung gewohnt. Ich setze jetzt mal den Affen an First Position. Da, 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 da. Oh mein Gott, die Musik ist so öde. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Der hat bestimmt dieses Eis-Dings da, was wir Eiscreme genannt haben. Wenn er schon über Eis-Pokémon redet. Gelatine, genau. Ich habe jetzt Lust auf ein Eis. Schauflerbiss, Siedewasser. Ich glaube, ich nehme mal Siedewasser. Eigentlich müssten Wasserattacken gegen Eis-Pokémon von der Logik her nicht effektiv sein, weil wenn Wasser ja auf Kälte stößt, dann gefriert es ja und das ist ja wiederum nicht sehr effektiv, würde ich sagen, oder? Ah, keine Ahnung, vielleicht hat sich, ich vergesse auch den Namen, Game Freak. Vielleicht hat sich Game Freak dabei was anderes gedacht. Okay. Son Goku trägt immer noch den EP-Teiler, das müssen wir ändern. Aber holen wir zuerst Zebritz raus. Denn auch Zebritz muss ein bisschen trainiert werden. Also gut, ich greife mal physisch an mit Nitro-Ladung. Ist zwar kein Step drauf, aber was soll's. So, also mein Ziel für diesen Part ist Tiefkühlcontainer und die Arena. Oh, Nitro-Ladung. Gut. Und tschüss. Und jede Menge Erfahrungspunkte, juhu.
Eisheiler. Den können wir vielleicht gebrauchen, wenn ein Pokémon von uns eingefroren werden. Was ist denn heute mit mir los? Okay. Jetzt müssen wir hier oben hin. So, hier ist noch einer. Lass uns kämpfen. Was führst du? Ein Ziel, was werden wir das an? Quirin. Ein Praktibike schon wieder. Oh mein Gott. Ich hätte mir mehr Eis-Pokémon hier erwartet, aber nun gut. Sieh dir Wasser. Burning des Praktibike down. Steinwurf mit dem Leck. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nichts machen. Ich nehme mal Schaufler für den nächsten Angriff. Es kommt eh Geduld, also ist ja egal. So, und dieses Praktibike ist jetzt down. Jetzt kommt das nächste von ihm. Hoffentlich ist es kein Flug-Pokémon, sonst geht unser Angriff in die Leere. Das ist ein Praktibike und der Schaufler trifft ihn jetzt. Ach komm, Geduld. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt hat er den Schaden von Schaufler absolviert. Das heißt, ich greife jetzt schnell Siedewasser extrem an. Da ist noch Step drauf, also Siedewasser stärker als Schaufler, kann ich schon mal sagen. Und das müsste ihn sogar killen. Jawohl, tut's auch. Gelatini, schon wieder dieses Softeis. Okay. Ich glaube mal, ich hole mal eine Nitro-Ladung raus. Meine Feuerattacke. Also gut, mach mal schnell, tu das Eis mal schnell schmelzen. Bam. Okay, jetzt letztlich extrem, das ist wohl ein Hänger, oder was weiß ich, irgendein Leck. Irgendein Extremo-Leck. Knie vor lauter Kälte. Also gut, hier ist ein Item. Hab ich gar nicht gesehen, wo wir hergekommen sind. Ein Hypertrank. Halt 200 KP. Okay, jetzt sind wir schon hier. Das ging ja flott. Hm? Meinst du, da drin ist jemand? Ja, natürlich, das weiß ich. Dann wollen wir mal, was? Jo. So, ich geh zuerst, ne? Nicht, dass du ja irgendwo anrempelst oder so. Ihr da, schaut euch näher um mich. Ich ertrage die Kälte nicht mehr. Sieh an, ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch nach draußen führen. Auch wenn ihr keine Lust dazu habt. Auch wenn ich keine Lust dazu habe. Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserer Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also lauft dem Plasma. Vertreibt die Eindringlinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weise. Ihr da, ihr Rotznasen. Ihr werdet gegen uns kämpfen müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kevin, ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Wenn es sein muss, okay. Ich gehöre definitiv zu Stefan von dem Plasma. Sieht aus wie eine Frau. Ach, keine Ahnung, sehen alle irgendwie weiblich aus. Jetzt habe ich sie gedisst. Jetzt regen sie sich an mir. Aber es ist eine Mitte, ne? Ja. Leopada. Ich habe den EP-Teil immer noch nicht geswitcht. Naja. Haben halt einen starken Son Goku. Aber wir müssen Affe trainieren, weil die nächste Arena wird eine Bodenarena. So, burning. We could burn in the turning. Ja, okay. Cleopatra burning. Und Siedewasser. Über 100 Grad heißes Wasser wird erhitzt und auf das Cleopatra geschossen. Diese Attacke nennt man Siedewasser.
Oh Mann, bin ich heute cool würde ich nicht sagen, eher lustig drauf. Scheiße, und ich habe wieder einen Dialog übersprungen. Wie schlau von mir. Okay, jetzt aber. Jetzt gebe ich den EP-Teiler dem Affen. Oder hat er denn schon? Weil Affe trägt gerade ein Item. Münzomelette trägt, okay. Nein, nicht auf Bericht. Ihr seht, ich habe die Steuerung immer noch nicht raus. So, EP-Teile nehmen und Item geben. EP-Teile. Ja, austauschen. So, und das Münzamulett geben wir Goku. Goku! Und Zebritz können wir den Beulenhelm geben. Den wir da draußen bekommen haben im letzten Part. Beulenhelm! Okay. Dann mal ein kurzer Save State zwischendurch. Ich nehme mal den unteren. Okay. Auf eigene Weise gehöre ich zu den stärkeren in Team Plasma. Nun, damit du Bescheid weißt. Ach, ja, wieder ein Großkotz. Irgendwie sind hier alle Großkotze. Okay, Unratütox. Eklig. Da ist mein Schleimball schon lieber. So ein Slimer. Na, schau, vielleicht noch finden können, aber egal. Porte erhöht den Spezial- und den normalen Verteidigungswert. Und er kann eine Entfessler- oder Verzehrerattacke vorbereiten. So, Schaufler. Ich weiß, ich hätte sie die Wasser verwenden können, aber Schaufler würde ihn killen. Glaube ich zumindest. Aber ich bin mir zu besser, nicht wir hier. Ja, sage ich ja. Und es müssen Level abgeben. Level 30. Und das war's schon. Meine Füße, ihr habt ja nur ein Pokémon immer. Das ist ja langweilig. Und dann nehmen du nochmal. Ich gehöre nur durchaus zu den Stärkeren von dem Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Sagt es hier jeder oder was? Oh mein Gott. Diesmal männlicher. Mit zwei Pokémon. Einem Garnoville. Hallöchen Garnoville. Das ist ein perfektes Opfer für mein Siedewasser. Siedewasser! Und tschüss! Guck mal, das ist die Weiterentwicklung von Nagelotz. Da brauche ich eine Kampfattacke bei. Guck mal, das ist bestimmt ein größerer Gegner. Aus wie ein Albino-Hamster. Doppelkick. Oh, sogar ein Kick hat gereicht, naja. Hätte mehr erwartet. So, Level 33 inzwischen. Angriffswert 98. Das ist sehr hoch für ein 30er Pokémon. Rotze. Er wird den Angriff und den Verteidigungswert. Ich glaube, ich vergesse meine Geduld. Die brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Rotze. Bei Geduld hätte man noch mit Robustheit kombinieren können, ach egal. Ich höre, ja, komm, das müssen wir nicht mehr durchlesen, das kennen wir ja schon. Alle reden denselben Schrott. Team Plasma Reaper, guck mal das schon wieder. Affe! Okay, ein letztes Mal Siedewasser, dann gehen die AP aus. Konfustra, ich mag die Attacke nicht, wenn sie gegen mich eingesetzt wird. Also, falls ihr mal gegen mich kämpfen solltet, benutzt die Attacke Konfustra, das regt mich immer auf. Okay, bis. Lecker Hamster zum Frühstück. Zero Keks, das ist Pokémon aus der Wüste, dieses Kampfviech. Son Goku, da brauchen wir eine Kampfattacke, ist ja vom Typ Unlicht, Kampf.
Da will ich mir die Unlichtschwäche zunutze machen. Wieso, Kex? Sieht aus wie Zorro irgendwie. Naja, egal. Treten wir jetzt zum Mond. Ein Kick sollte reichen. Tut's auch. Lang lebe Team Plasma, ja. Es, die Pokémon, die mit den Menschen kooperieren, machen nach außen hin zwar einen vergnügten Eindruck, doch in Wahrheit leiden sie. Daran besteht für mich kein Zweifel. Boom, wer kommt da jetzt? Oh, der Arenaleiter. Sieh einer an! Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer, schnappt euch diese Pokémon-Diebe. Alles klar. Ja, seid ihr Polizist oder was? Los auf! Sie reden wie Polizisten. Unglaublich. Puh. Und da ist auch der sieben Weise da weg. Okay. Respekt, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen. Kommt in meine Arena und stellt euch dort meine Herausforderung. Ich habe für die Ziele von Team Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen. Das lief im Grunde daraus hinaus, dass die Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für, was für ein lästiger, bornierter Haufen. Komm, Kevin, hier ist es so kalt, lass uns lieber nach draußen gehen. Lass uns doch schnell das Item nehmen und dann gehen wir raus. So, Item her, was ist das? Hoffentlich ist es was Gutes. Ewiges Eis, dachte ich mir. Irgendein Eis-Item. Wir haben aber keine Eisattacke, daher bringt es uns noch nicht so viel. Okay, dann gehen wir nochmal die Treppe hoch. So. Ah, hier ist wieder so eine Eisfläche, naja, gut. Haben wir den schon? Ja, wir haben ja alle jetzt hier ausgeschaltet, das ist gut. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Dann gehen wir mal zur Arena. Die Stadt haben wir ja schon feinst möglich erkundigt. Und alle Items haben wir ja auch schon abgesahnt. Wobei, wir haben jetzt... Gut, dass es mir einfällt. Wir haben jetzt 50 Pokémon bestimmt. Das heißt, wir können jetzt bestimmt bei dem Typ da nach diesem Item schauen. Ich glaube, das war dieses Haus. Oder war es dieses Haus? Hallo? Bist du der Typ, der uns Item gibt? Item? Nein, du gibst uns kein Item. Nein, du auch nicht. Geizhälse, gib mir keine Items. Unerhört. Okay, dann muss es hier oben vielleicht sein. Hier oben waren wir ja noch nicht, ne? Hier ist ja noch... Achso, das ist die Arena wahrscheinlich, oder? Ja, das muss die Arena sein. Na komm! Der alte Mann auf Route 6 ist auf der Suche nach einem legendären Pokémon. Das hat deine Neugier geweckt. Dann schau mal bei ihm vorbei. Route 6, der ist doch in der schwarzen... Boreos, glaube ich, heißt's, ne? Oh, da gehen wir erst später hin. Okay, dann muss das da hinten die Arena sein. Ich will aber zuerst dieses Item. Item. Und dann ist es ein scheiß Pokéball. Das wäre echt ein glatter Fail. Okay, was ist das für ein Gebäude? Ein Leuchtturm sieht das aus, oder? Glaubst du, ist es möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt verstehen und vertragen? Ja. Das denke ich auch. Glück ist vergänglich, nichts wird ewig. Es lohnt also nicht, mit Habsucht und Raffgier durchs Leben zu gehen. Wenn ich das nächste Mal in die Kontaktebene gehe, werde ich dafür sorgen, dass ich Transferkraft bekomme und anderen damit eine Freude bereiten kann. Ja, Kontaktebene, das ist cool. Da können wir ja mal vorbeischauen, wenn wir mal Zeit haben. Glaubst du, es ist möglich, dass sich alle Menschen auf der Welt... Ja, komm, das hat man schon. Nein. Okay. Menschen, die diese Welt besucht haben, lassen schon mal Items darin zurück.
Die Kontaktebene ist eben wirklich etwas Einzigartiges. Hat der eben über die Kontaktebene alle, oder? Als ich einmal jenseits der Brücke war und weder ein- und noch aus musste, weil ich mich verlaufen hatte, war es ein völlig Fremder, der mir zu Hilfe kam. Einander zu helfen ist eben doch eine der Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens. Ja. Zu leben heißt, die Zeit, die einem gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht zurückdrehen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Oh Gott. Der eine hilft um die Anerkennung willen, der andere, weil er sich eine Belohnung erhofft. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, deswegen zu helfen. Entscheidend ist das, dass man hilft. Alles andere ist nebensächlich. Okay, hier gibt's immer kein Item. Ich habe euch nur wegen den Items angesprochen. Item. Ich will ein Item haben. Aber wo war dieses Haus? Ich hab's mir einbringen wollen. Das müsste das hier sein. Anders kann ich's mir nicht erklären. Was du's, alter Mann? Ja. Ah ja, muss das sein. Seegesang. Ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einiges seiner KP, wenn es dem Gegner Schaden zufügt. Aber davon mal ganz abgesehen, du zeigst deinen Pokédex doch hoffentlich regelmäßig der Professorin. Ja, tue ich immer. Ich bin immer zuversichtlich in solchen Sachen. Du, ich finde, du solltest unbedingt... Ich habe keinen Pico-Chiller, tut mir leid. Ich habe eins in meiner Weißen, aber das ist hier nicht übertragbar. Außerdem will ich kein Barschuft. Barschuft ist scheiße. Okay, dann heilen wir schnell unsere Pokémon. Schon 27 Minuten sind vergangen, oha. Da mache ich halt wieder einen längeren Part, weil hier ja Arena ist und so. Wo ist denn das Pokémon Center? Wo waren sie? Hier oben, ne? Ja, hier muss es sein. Ja, da ist es auch. So, Pokémon Center! So, jetzt halt mal die Schnauze, mich voll zu quatschen und heil meine Pokémon. Dankeschön. Ne, wir haben hier nicht ewig Zeit. Ja, deine Blablabla. Blablablub. Ab in die Arena. Oh nein, hier geht's nicht zur Arena. hier geht's zur Arena, genau. Na, Sharon, was geht denn hier ab? Und in Massenversammlung. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zu den Plasma und man nennt mich Jesus. Ich bin hier, um meine Kameraden in Empfang zu nehmen, um die ihr euch ja so freundlich gekümmert habt. Ja, und hier ist Yanka Kakimotos Stimme. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Dein Dach kannst du dir sparen. Deinen sogenannten Kameraden wurde dabei erwischt, wie sie Pokémon entführen wollten. Oh, da muss aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, die Pokémon aus den Fängen böser Menschen zu befreien. Ja. Na, wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck auf mich. Also, was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nachhaltiges Interesse an Maria City. Ja, daher sind wir hier auch mit Leuten unserer... Lassen mit vielen unserer Leuten vertreten. Oh Gott. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich sogar natürlich nicht, aber... Dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon mal irgendwas... sollte schon für irgendwas gut sein. Also schön, nimm deine Leute und verschwinde von hier. Eine wahrhaft weise Entscheidung, Chef des Untergrunds. Deine Gabe, eine Situation binnen weniger Minuten richtig einzuschätzen, beeindruckt mich wirklich sehr. Wohlan, es ist an der Zeit, mich zu empfehlen. Empfehlen?
kann ich Ihnen einen guten Friseur empfehlen. Gestattet, dass ich mich nur mit meinen Kameraden zurückziehe. Vielen Dank, werter Jesus. Aber mein Guter. Schließlich arbeiten wir zusammen für den König und gehören beide zu den sieben Weißen oder etwa nicht. Nun dann, ihr guten Leute, eines Tages werden wir uns einander gewiss wieder begegnen. Gehabt euch wohl. Und der Friede sei mit euch, ja, komm. Hör auf, für Jesus zu sprechen, du bist kein Prophet, so. Tut mir leid, dass ich, dass es so gekommen ist, nachdem ihr die Kerle aufgespürt habt. Erholt euch am besten mal vor dem Schock, aber vielleicht starten wir danach doch noch unseren geplanten Pokémon-Kampf. Also, lasst mich nicht lange warten, hört ihr? 2 Tage später. Nun, wir haben sowieso versucht, Kämpfe mitten in der Stadt zu vermeiden. Nein, ich nicht. Ich habe jeden bekämpft. Also. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass hinter diesem Jesus mehr steckt, als es auf den ersten Blick scheint. Also, ich werde da mal zusehen, dass ich meine Pokémon noch ein wenig trainiere. Gegen diesen Turner will ich nämlich auf keinen Fall verlieren. Ah, im Gegenteil, ich werde mir meinen Orden in Bravour holen. Bravour, ist das eine Stadt? Nee. Okay, betreten wir die Arena, die Bodenarena. Okay, was ist hier los? Sicherheitsdienst, was ist hier los? Herzlich willkommen in der Arena von Mario City. Hier in unserer Arena bewegt sich man mit Aufzügen fort. Interessante Info, aber das weiß ich schon. Kaum kommst du hier an, geht's gleich dermaßen rund, was? Na, wie auch immer, ich habe hier erst etwas mal für dich. Ja, die gibt uns immer Tafelwasser, kennen wir ja. Für den Fall, dass du es nicht weißt, Arena-Leiter Turner kämpft mit Boden-Pokémon. Nur mal unter uns, Boden-Pokémon sind anfällig gegen Attacken vom Typ Wasser. Da fragt man sich eigentlich schon, warum Turner ausgerechnet direkt neben dem Wasser wohnt. Oh, eine Ironie irgendwie, ja, das stimmt. Okay, ich mag diese Arena. Okay, hier gibt es immer solche Knöpfe. Das zeigt uns an, ob wir nach unten wollen. Und dieser Pfeil nach oben zeigt, ob wir nach oben wollen. Ganz leicht zu verstehen. Und so müssen wir den richtigen Weg finden. Okay, jetzt sind wir hier. Na, was bist du für einer? Herausforderer, dann zeig auch dem Alten mal was... Was du so drauf hast. Kiran. Mebrana. Okay. Ist ein Boden- und Wasser-Pokémon. Also zählt es als Boden, theoretisch, ne? Da brauche ich Evoserb. Eine Pflanzenattacke wäre vierfach stark. Mach doch keinen großen Aufruhr draus. Ich hab doch nur geswitcht. Kein Grund, dich gleich aufzuregen. So, Pflanzen und... Tschüss. Und Level 31 für Evoserb müsste sich ja bald entwickeln. Ich habe nicht nachgeschaut, wann sich entwickelt. Aber normal ist es üblich, dass Pflanzen-Pokémon sich mit Level 32 entwickeln. Oder Pflanzenstatus, sag mal so. Pflanzen-Pokémon ist ja etwas, ist eine etwas größere Auswahl an Pflanzen-Pokémon. Ja, es redet hier nur von den Startern, nicht von den Pflanzen-Pokémon allgemein. Oh, Schaufler. Ja, gut, wir müssen jetzt eine Attacke verschwenden. Aua! Das tut weh! Mach das nicht nochmal! Das macht mich wütend! Bam! Und tschüss. Level 31 für unseren Afghaner. Akrobatik. Akrobatik. Ist eine Flugattacke, komischerweise. Ein graziler Angriff aufs Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke größeren Schaden an. Stärke 55, Genauigkeit 100. Ich glaube, ich vergesse Kraftschub. Die benutzt man ja nicht so oft. Oder eigentlich mittlerweile schon sehr selten eigentlich. Die haben wir nur anfangs gut gebrauchen können. So, das heißt, ich habe verloren. Ja, das hast du. Okay, hier geht's nach unten. Klick.
Okay, hier hinten kann man auch hin. Es ist nicht so, dass wir nur durch Plattformen gehen müssen. So, lass uns bitte durch, sonst müssen wir die Arena wieder verlassen. Danke, sehr sozial von dir. Ich wende mich dem Pokémon-Team zu und wir vermitteln uns gegenseitig unsere Stimmung. Manchmal verbringe ich meine Zeit hier in der Arena auf diese Art, okay? Da, da, da. Was bist du für ein Arbeiter? Arbeiter! Arbeite mal weiter, ja? Rokai, Mann! Hm, ist ein Super. Ich heißt Rokai, Mann! Okay, Siedewasser. So, und Rokai, Mann ist down. Was? Nein, ist nicht down! Ah, aber es hat es aber knapp überlebt. Wirklich haarscharf. Nun gut, dann eben die neue Attacke Akrobatik. Bam! Und tschüss. Hinirk. In diesem... Ja, komm, das brauche ich nicht mehr vorlesen, das ist zu schnell. Zudem können wir nicht, da ist ein Kegel, der uns den Weg blockiert. Klärkegel nach unten. Oh Gott, das haben wir zwei Optionen. Ich glaube, ich nehme mal die obere. Klick. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir, okay. Das sieht schon mal gut aus, aber ich will hier gegen jeden Trainer kämpfen, deswegen muss ich ein bisschen durchgehen mit den Aufzügen. Oh, hier geht's nach oben. Okay. Okay, machen wir's nochmal. Bam. Hier unten. Gut, vorhin haben wir ja nicht den genommen, ich glaube, aber ich will zuerst den anderen Weg verwenden. Ich renne jetzt mal. Ne, wir hatten ja da zwei Möglichkeiten zum Auswählen. Genau. Hier geht's noch nach oben. Wenn es hier weitergeht, gehe ich nochmal zurück und nehme den anderen Aufzug, weil ich möglichst alle Trainer haben will. Ah ja, hier scheint es richtig zu gehen. Okay, dann schalten wir diese zwei Trainer hier aus. Ich habe unter Turner ein rigoroses Training absolviert, okay? Und bin echt stark. Es gibt hier weit und breit niemanden, der so viel drauf hat wie ich. Doch, der Arena-Leiter. Wird verstanden, der Arena-Leiter. Taco. Was ist Takao? Takao. Eine Mischung aus Kakao und Taco. Takao. Ist ein chinesischer Name oder ein östlicher Name, würde ich sagen. Takao! Zieh der Wasser. Und tschüss. Wir können Evosep in der Arena auch trainieren. Medrana, hier wechsle ich zu Evosep, wenn wir schon darüber reden. Los, Evosep! Mach einen Plot mit deiner Pflanzsäulen-Attacke. Pflanzsäulen. Ich mag die Attacke irgendwie. Keine Ahnung. Und tschüss. Garnuwil. Dieser Kroko-Dings da. Hallo Schnappi. Gleich schnappst du nicht mehr zu. Schlechte Witze, ich weiß. Garnuwil ist down. Okay, die Arena haben wir ja schon fast. Würde ich sagen, hier geht's wieder in zwei möglichen Orten hin. Aber hier ist noch einer, den will ich auch noch schnell eliminieren. Du hättest mich hier auch anschauen. Was? Haben wir den schon? Ich habe ein richtiges schlechtes Gewissen gegenüber meinem Pokémon-Team wegen dieser Niederlage. Aber dieses Gefühl ist wichtig, wenn man stärker werden will. Ach ja, hier kann es sein, dass wir schon mit dem anderen Aufzug hierher gekommen waren. Hier geht's wieder nach oben. Ich werde jetzt komme ich hier ganz wieder raus, oder? Hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir hier schon? Nee, ne? Hallo? Waren wir schon?
Hier geht's nicht weiter. Verdammte Sackgasse! Warum sagt mir das niemand? Mecker, 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 Mods, Mods, Mods. Gut, dann nehmen wir den anderen Aufzug. Ich bin nicht grantig. So, nach oben! Dich haben wir aber noch nicht, ne? Wenn ich mit diesem Lift nach oben fahre, hebt sich meine Stimmung. Fahre ich mit ihm nach unten, sinkt sie in dem Keller. Wenn du wissen willst, warum Turner ganz unten ist, musst du gegen mich gewinnen. Da, da, da. Yo, auf Deutsch, wenn man den Namen von Turner Deutsch ausspricht, heißt er Tuner. Tuner. Der eine ist ein Arbeiter und der Arenaleiter ist ein Tuner. Baydrower sinkt den Angriff. Ja toll, das bringt uns nichts, bringt ihm nichts, wir greifen Spezial an, also. Wir nutzen die Bodenschwäche von Garnoville, dass hier schon so oft in dieser Arena aufgetaucht ist. Rotomurf. Das haben wir gefangen, heißt Pauli bei uns. So. Hier ein bisschen Wasser für dich. Tun wir das mal düngen, diesen Maulwurf. Oder bewässern. Düngen ist ja was anderes. Das ist ja, wenn man Kacke auf Pflanzen schmeißt, damit sie schneller wachsen, würde ich sagen. So. Verdammt. Ich glaube, wir waren hier falsch, oder? Ich glaube, ich gehe nochmal nach oben. Ich glaube, hier geht's noch weiter. Weil ich glaube, dass es hier zum entscheidenden Aufzug geht. Weil ich das nun mal glaube, so her, von der Logik her. Und hier geht's raus. Ja, toll. Ja, hätte ich mir denken können. Nun gut, dann habe ich schnell meine Pokémon. Und ich glaube, das pausiere ich schnell, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Und hier bin ich wieder. Wo ich Stopp gemacht habe, da hat es irgendwie sauflüssig gelaufen, das Spiel. Und seitdem ich wieder aufnehme, leckt es wieder ein bisschen. Ich glaube, da muss ich beim nächsten Mal halt ein paar Anwendungen wieder schließen, damit es im nächsten Part wieder flüssig läuft. Mal gucken. Ich glaube, dann schließe ich ein paar Anwendungen, damit es flüssig laufen, ne? Also, gut, wo geht's denn hier? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Oder? Doch, hier waren wir schon. Ach, hier sind wir jetzt. Oh Gott. Da waren wir ja vorhin die ganze Zeit. Ich raff immer noch nicht ganz, wo es weitergeht. Okay, versuche ich mal hier. Dann probiere ich mal den hier. Aha, jetzt sind wir hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, lass mich durch. Aber ja, die haben wir schon, die alle. Oder haben wir die schon? Ja, ne? Oh Gott, hier weiß man nie, wo man überhaupt war. Alles so verwirrend. Hier. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten. In meinen Elend baden. Ich muss den Part ja noch hochladen. Ne, ich will gar nicht so lange Parts jetzt machen. Moment. Wir müssen da hinten rein. Ach, das ist eine Stange. Ich dachte, das wäre... Oh Gott, jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Jetzt weiß ich, wo es weitergeht. Das ist ja... Das ist ja fies, dass da eine Stange ist. Da kann man ja meinen, da geht's dann weiter. Haben sich wohl die Macher einen bösen Scherz erlaubt. Okay, ich weiß, wo es weitergeht. So. Jetzt müssen wir hier nach unten. Und dann müssen wir nach da oben nach oben. Hier nach oben, sag ich so. Ja. So, jetzt sind wir hier, genau. Und jetzt geht's da hinten. Boah, ich dachte hier echt. Dass, ich kann es ja mal mit der Maus zeigen, dass es hier nicht weitergeht. Töne findest du unten in der Arena, aber vorher werde ich prüfen, ob du auch eines Kampfes gegen ihn würdig bist. Ja komm, wir haben Team Plasma besiegt, da müssen wir doch mehr als würdig sein, oder? Frau Angestellte Idiko, Ildiko. Wieder ein japanischer Name, würde ich sagen. Pokémon! Affe! Mach dich nicht zum Affen, Affe! ja. Was soll ich dazu sagen? Ne, selbe Taktik wie immer gegen Boden-Pokémon.
ist das frustrierend. Findest du dich selbst auch nicht ein bisschen zu stark oder sowas? Ich kann es nicht schnell lesen. Ich kann es nicht so lesen, weil es viel zu schnell war. So, ab nach unten! Sesam, öffne dich. Ah, ich finde es so geil gemacht. Und hier wären wir. Hey, das Teil kann ja schweben. Magie! Okay, hier ist der Arena-Leiter. Hey, eine echt coole Arena hast du hier. Na komm, ein bisschen schneller. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Also, ich bin da mal so frei und werde mich selbst von deinen Fähigkeiten überzeugen, nachdem Arena-Leiterin Camilla solch einen Gefallen an dir gefunden hat. Arena-Leiter-Kampf! Kevin gegen Turner! Rockheuermann! Der Rockheuermann ist wieder da! Und er will sich an uns rächen! Also gut, dann eben eine Siedewasser-Attacke. Siedewasser! Über 100 Grad heißt das Wasser auf Rockheuermann! Ballern! Dampfwolze! Da gibt es so ein Lied von Casper oder sowas. Kann Dampfwalze oder was weiß ich. Übertrank. Einfallslosigkeit wird heute belohnt. Hier könnte man so einen Werbespruch machen. Übertrank. Einfallslosigkeit wird belohnt. Und es brennt. Ist ja nice. Oh, das müsste jede Menge EP für Affe geben. Stalobor, das ist sein Secret-Dings da. Sein Special-Pokémon. Warum setze ich Evo-Zap ein? Egal. Das ist die Weiterentwicklung von Rotomorf. Ist vom Typ Stahl am Boden. Habe ich in meinen schwarzen als Team-Pokémon. Hat einen hohen Angriff und KP-Wert. Ich glaube, der Steinhagel müsste ihn bis zur Hälfte schwächen. Ja, ungefähr, würde ich sagen. Grasmixer. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit Pflanzenattacken rum und schau, was die stärkere Attacke ist. Pflanzenmixer ist ein bisschen stärker, weil es physisch ist. Und Evo-Zap ja auch physisch spezialisiert ist. Aber der stärkste Wert von Evo-Zap ist seine Initiative. Aua! Evo-Zap ist down! Okay, okay. Immer cool bleiben, wir haben... Wir haben noch zwei Optionen. Son Goku kann mit seinen Kampfattacken den Stahltyp zunutze machen und unser Affe mit seinen Wasserattacken den Bodentyp. Also Siedewasser, oh, dachte ich nur Hypertrank. Aber das ist sein letzter, der hat ja schon einen verschwendet. Siedewasser. Hm, Stalobor hat dieselben Typen wie Stalos, fällt mir jetzt gerade auf, ne? Also es ist sozusagen ein Stalos, kann man sagen. Ja, falls ihr Stars nicht kennt, ist es aus der zweiten Generation des Pokémon von der, wie heißen die? Oh, wie heißen die? Jasmin, glaube ich. Von der Jasmin-Arena-Leiterin in Johto. Okay, unser Affe hat ins Gras gebissen. Dann müssen wir so ein Goku jetzt verwenden. Eine Kampfattacke wäre jetzt vom Vorteil. Ich nehme mal Durchbruch. Das ist so ein Gokus Durchbruch, hahaha. Okay, jetzt kommt sein letztes, Mebrana. Da könnte man jetzt Evo-Zap verwenden, aber leider ist Evo-Zap ja schon DWM down. Sein letztes. Doppelkick. Wir könnten auch Protzer nehmen, um den Angriff zu erhöhen, aber warum taktieren, wenn wir es gleich Säule schicken können? Dampfwalze. Das ist die Attacke, die wir jetzt gleich bekommen. Als TM. Durchbruch und tschüss. Orden Nummer 5 gehört uns. $7.740. Verstehe, das gefällt mir natürlich gar nicht. Obwohl du so jung bist, ist das wirklich ansehnlich, was du im Kampf so zeigst.
Da kann ich mir schon verstehen, dass es Leute gibt, die dir Talent zuschreiben. Hier, hier, das ist für dich. Boah, was ist denn das für ein Orden? Bodenorden? Keine Ahnung. Bodenorden wäre ein bisschen einfallslos, würde ich sagen. Kapling! Jetzt haben wir mehr als die Hälfte aller Orden. Seismo-Orden. Damit hast du also 5 Orden, was? Damit gehorchen dir jetzt Pokémon bis zu einem Level von 60. Und dann wollte ich dir noch diese technische Maschine geben. Aber ich habe da vorher noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Begib dich bitte auf Route 6 und warte dort vor der Höhle auf mich. Oh nee, oder? Ich will die Tür, gib sie her, ich rufe die Polizei, okay. Lass mir erst die Arena und dann schauen wir im nächsten Part, was auf der Route 6 ist. Ich dachte, das wäre wär noch ein bisschen entfernt, die Route 6. Okay, dann ist es doch nicht die Route, wo man, boah, wie heißt denn das? Mit Bewings an Boreas kriegen kann. Ja, Boreas ist ja ein Wander-Pokémon. Aber ich habe mal einen Boreas damals auf einer Route da gefangen, wo so ein Turm ist, ne? Das werdet ihr dann schon sehen. So, okay, verlassen wir die Arena. Was hast du noch zu sagen? Ich find's toll, wenn du mal den Orden betrachten würdest, den du hier bekommen hast und an deine Kämpfe bei uns zurückdenkst. Machen wir irgendwann mal. Schauen wir uns mal alle Orden irgendwann mal an. Wenn wir in der Liga sind, allerdings erst. So, jetzt gehen wir ins Pokémon Center. Hoffentlich kommen die Charon oder Bell oder irgendein Stalker und spricht uns an. Das wäre das Letzte, was ich jetzt mir wünschen würde. Nein, gut, sie lassen uns ins Pokémon Center gehen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Langsam sehen Charon und Bell ein, dass sie mich nicht stalken können. Also gut. Und du hältst mir die Klappe und heilst meine Pokémon. Ja, dafür bezahle ich dich ja schließlich nicht. Ich bezahle dich eigentlich gar nicht, aber egal. Vielleicht quatschen sie uns ständig deswegen an, weil sie nicht bezahlt werden. Ich glaube, wenn wir denen Geld geben würden, dann würden sie nur sagen, okay, wir heilen den Pokémon und so. Und ja. Und würden dann nichts mehr sagen, okay. Dann sage ich mal auch nichts und dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Servus.